Eure Gnaden. Inspektor Poirot, guten Morgen. Kann ich annehmen, dass auf den Straßen weiter ein Mörder frei herumläuft? London ist eine sehr große Stadt und ich möchte annehmen, dass sich dort mehr als einer findet, da ich noch nicht die Gelegenheit hatte, sie alle festzunehmen. Ihr Selbstbewusstsein verblüfft mich. Hören Sie, Sie beeilen sich besser. Ich treffe mich hier mit dem jungen russischen Mädchen. Sie hatte auf der Gala einige Fragen zum Museumsgebäude. Fragen, die sicher nur ich beantworten kann. Gott lehrt uns, unserem Nachbarn zu verzeihen und ihn zu lieben. Aber manchmal kann das eine größere Herausforderung sein als erwartet. Hat sie sie irgendwie beleidigt? Indem sie das Museum für ihre verkommenen Treffen mit diesen ungehobelten Männern nutzte? Das will ich meinen. Sie scheint mir niemand zu sein, der sich in eine solche Sache verwickeln ließe. Und was für eine Sache meine ich dabei? Also ich... Genau, wenn Sie es nicht wissen, sollten Sie besser den Mund halten, bis man Sie anspricht. Ich überraschte Sie vor einigen Wochen im Restaurationszimmer. Ich war direkt von meinem Sonntagsgottesdienst hergekommen, um einige Dinge zu erledigen. Ich öffnete die Tür und sah Sie da sitzen, wie Sie Ränke schmiedeten und planten. Sie wissen nicht, worum es bei diesem Treffen ging. Müssen Sie sich die Ohren auswaschen? Ich habe Ihnen gerade gesagt, was die beiden taten. Und ich konnte sehen, dass Sie die Finanzunterlagen durchgingen. Warum? Und als Sie mich sah, hörten Sie sofort auf zu reden. Das ist doch sicherlich ein Zeichen Ihrer Schuld. Merci, Euer Gnaden. Mademoiselle Vorbeck, haben Sie wohl einen Moment? Ich habe tatsächlich sehr viel zu tun. Vielleicht könnten Sie später wiederkommen? Ich hätte gedacht, die Wiederbeschaffung Ihres Gemäldes und das Fassen eines Mörders wäre auf der Liste Ihrer Prioritäten ganz oben. Es tut mir leid, es ist hier nur so hektisch. Ich kann 5 Minuten erübrigen. Ist das nötig? Sie wollen doch meine Ermittlungen nicht behindern? Nein, aber ich verstehe nicht, was das mit dem Fall zu tun hat. Es ist wichtig, dass... Es ist schon in Ordnung, Mademoiselle. Es war nicht meine Absicht, dass Sie sich unwohl fühlen. Ehrenwert? Ein guter Witz. Ich habe den Eindruck, Sie beide liegen recht oft im Clinch. Im Clinch? Oui. Es wäre einfacher aufzuzählen, worin wir uns einig sind. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat. Ich mochte einen seiner Vorschläge für eine Ausstellung nicht. Und seitdem hat er recht klar gezeigt, dass er mich loswerden will. Normalerweise werden die Werke eines Künstlers nach der Ausstellung an diesen zurückgegeben. Aber in diesem Fall ist das keine Option.
Ich habe weiterhin vor, eine Ausstellung einzurichten, bei der ihre Arbeiten ausgestellt werden. Auch wenn die Treuhänder dagegen sind. Ich bin immer noch die Kuratorin dieses Museums. Ich stelle ihre Arbeit aus und damit hat es sich. Ich erinnere mich daran, dass Mademoiselle Kurzmeid diese Ausstellung als ihre bezeichnete. Ihre Arroganz und Scheinheiligkeit wird immer klarer. Sie waren äußerst hilfreich. Aha. Ha. Irgendetwas. Kommt schon, meine kleinen Grab. Na los, denken wir.
Gut. Sagen Sie, was gibt es in... Sie waren äußerst hilf... Nur zu. Bei Ihnen klingt das ja so, als wäre ich es, der ein Problem mit ihr hat. Verzeihen Sie, ich habe das falsch... Wenn Sie nicht mal verstehen, was ich zu sagen habe, wie wollen Sie je verstehen, was Jesus und sein Vater im Himmel von Ihnen benötigen? Derartige Angelegenheiten sollten wir wohl später besprechen. Was ich jetzt zu wissen wünsche, dreht sich um Sie und Mademoiselle Vorbeck. Es gibt keinen Grund, die Fassung zu verlieren, Inspektor. Der Herr sagt uns... Euer Gnaden, bitte. Eine Lektion für das nächste Mal. Sagen wir einfach, dass ich dieser gemeinen Diebin keine Ausstellung gegeben hätte. Und schon gar nicht jetzt. Merci, Euer Gnaden. Zu. Merci, Euer Gnaden. Gut. Sagen Sie, was gibt es, Inspektor? Sie waren äußerst hilfreich.
Oh. Ich muss eine andere Herangehensweise. Das wird mich nicht näher an mein Ziel bringen. Ich darf mich keinem Impuls hingeben. Dem Täter auf den Fersen. Ich sollte dies weiterverfolgen. Ich kann einfach keinen logischen Die Antwort lag direkt vor meiner Nase. Gut, sagen Sie. Sie waren äußerst.
Nur zu. Merci. Bischof Montjoy bestand recht hartnäckig darauf, dass es bei Mademoiselle Vorbecks Treffen um etwas Ungehöriges ging, obwohl ich annehme, dass er alles, was sie tut, sehr wahrscheinlich in einem schlechten Licht sieht. Eine junge Frau, die ihn vor den anderen Treuhändern bloßstellt, muss für ihn eine grobe Beleidigung gewesen sein. Er erlaubte sich, seine zynische Ader zum Vorschein kommen zu lassen, anstatt die Wahrheit durch Fakten und Beweise ans Licht zu bringen, wie es sein sollte. Mademoiselle Vorbeck tat nichts, was dem Museum abträglich war. Im Gegenteil, sie versuchte sogar zu modernisieren, vermutlich auch gegen den Widerstand der altmodischen Treuhänder. Gut, sagen. Ich frage mich, mit wem Sie geredet haben. Was hat er Ihnen gesagt? Dass ich nichts Gutes im Schilde führe? Nicht ganz seine Worte. Ich traf mich für eine neue Ausstellung mit einigen Künstlern. Er hat nicht den geringsten Schimmer von Kunst. Und auch sonst von nichts, was das angeht. Er kann die Zukunft nicht sehen. Die neue Welle, die die Kunstwelt für immer verändern wird. Neben den ungehobelten Männern, die Sie trafen, erwähnte er auch die Finanzbücher. Ungehobelt? Jeder, der nicht vollständig in Priesterroben herumläuft, ist für ihn ungehobelt. Ich wollte Horace die Finanzunterlagen nicht zeigen, weil sie ihn nichts angehen. Und er sucht einfach nur nach einer Ausrede, mich feuern zu lassen. Das ist alles. Also, da er ihre Werke nicht mal in die Nähe des Museums lassen wollte, würde ich nicht sagen, dass sie überhaupt eine hatten. Und dann hörte ich davon, dass er sie beauftragt hatte, einige Bilder für seine Kirche anzufertigen. Ich wusste nichts davon, bis Irene es mir sagte. Wissen Sie, was er sie malen ließ? Da muss ich leider passen. Sie war zur Geheimhaltung verpflichtet. Sie waren äußerst hilfreich.
nur zu. Da müssen Sie schon etwas genauer werden, Inspektor. Die Gemälde, die von Mademoiselle Kurzmeis Pinseln erschaffen wurden. Oh ja. Nun, ich dachte, das wäre nötig, wenn wir sie im Museum ausstellen wollen. Hätte man nicht einfach ihre anderen Werke als Referenz nutzen können? Das hätte ich tun können, aber ich verstehe nicht, was Sie das angeht. Es ist nicht so, als hätte ich es behalten. Ich wollte nicht, dass es meine Mülltonne verstopft, geschweige denn mein Museum. Merci, Euer Gnaden. Oh. Aha. Aha. Aha.
Oh. Ordnung und Methode. Gibt es etwas, das ich meinem... Magnifique. Wo liegt ihr der... Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Die Hinweise deuten... Ein Schritt weiter auf dem Weg zur Wahrheit. Wie es scheint, hat Bischof Montjoy die Originalkunstwerke der Kirche durch von Mademoiselle Kurzmeiss angefertigte Fälschungen ersetzt. Er beauftragte sie, diese Fälschungen zu malen, damit niemand bemerkte, dass die Originale verschwanden. Aber wohin? Sie glauben doch nicht, dass er sie verkauft, oder? Was sonst? Mademoiselle Barbagnon scheint mit den Verbindungen des Bischofs zum Schwarzmarkt recht gehabt zu haben. Nun, Monsieur Hastings, müssen wir uns fragen, wo mag Bischof Montjoy die Originalgemälde aus der Kirche verstecken? Wir müssen uns Zugang zu dem Bereich hinter dem Beistuhl verschaffen.
Warum sehen Sie nicht zuerst nach? Sagen Sie nicht, dass Sie Angst vor der Dunkelheit haben. Nicht vor der Dunkelheit. Nur vor pechschwarzen, gruseligen Gängen in alten Kirchen. Mr. Poirot, wo sind wir? Wenn ich mich nicht irre, ist dies Teil der geheimen Tunnel, die vor Hunderten von Jahren gebaut wurden, um diejenigen, die nicht die Meinungen der damals Herrschenden teilten, hinauszuschmuggeln. Und warum genau sind wir hier? Das Warum darf nie offensichtlich sein. Darum geht es ja gerade. Verstehe. Aha. Aha. Huh. Da haben wir unsere dritte Fälschung. Auf der Rückseite der Leinwand finden sich Hinweise auf ein sehr viel moderneres Gemälde. Gott sei Dank. Ich wüsste nicht, wie ich es erklären sollte, das Original... Bischof Montjoy muss entdeckt haben, dass das Gemälde, das er von Mademoiselle Kurz-Meiss erhielt, eine ihrer Fälschungen war. Und reagierte mehr als ungehalten. Jetzt ergibt alles Sinn. Er nutzte diesen Raum, um seine ganz private Kunstsammlung zu lagern. Ich sehe es praktisch vor mir, wie er hier selbstgefällig inmitten gestohlener Gemälde sitzt. Was ich sehr unglücklich finde, ist der Umstand, dass er nicht nur der Welt die Schönheit und Freude vorenthält, die beim Anblick dieser Werke entsteht, sondern dass er sie auch noch in einer solch dunklen und feuchten Umgebung lagert, der alte Narr. Er musste sogar diesen Kerzenwecker anzünden, um hier unten nicht einzuschlafen. Was für eine Verschwendung. Denken Sie nicht, Poirot? Ah, plötzlich zählt hier, was man sagt. Ich brachte nur meine Gedanken vor. Sie haben andere Gedanken als die an Mademoiselle Farquaad? Wirklich, Poirot? Sie trauen mir immer noch so wenig zu? Wenn man solche Rücksicht auf eine Verdächtige in einem Mordfall nimmt, ist es schwer, zu einem anderen Schluss zu kommen und dies nicht zur Sprache zu bringen. Vielleicht fehlt Ihnen die Fähigkeit, für Ihre Mitmenschen auch nur einen Hauch von Empathie aufzubringen. Es gibt einen Unterschied zwischen Empathie und Wollust. Und es gibt einen Unterschied zwischen zur Sprache bringen und unhöflich und unausstehlich sein. Ich hatte nicht erwartet, dass Monsieur Hastings in dieser Angelegenheit so empfindlich reagieren würde. Vielleicht sollte diese Unterhaltung geführt werden, wenn wir beide nicht irgendwo gefangen sind. Was war das? Oh, nur der Kerzenwecker des Bischofs. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe genug von diesem Ort. Verschwinden wir von hier. Poirot, was machen Sie? S'il vous plaît, un moment. Der Kerzenwecker des Bischofs, er hat mich alles in Frage stellen lassen, was ich zuvor über den Tatort zu wissen glaubte. Wir müssen zu Mademoiselle Kurz-Meiss Appartement zurückkehren. Das ist vermutlich eine Aufgabe, die Sie übernehmen sollten. Allein. Aha.
Oh. Et maintenant? Ich hielt mich für den größten Inspektor der angesehensten Polizei der Welt. Aber ich wurde genarrt und getäuscht. Bin direkt in die Falle getappt, die der Mörder legte. Und nun stehe ich hier allein und überlege, was als nächstes zu tun ist. Monsieur Hastings hatte es sehr eilig, sich in seine Unterkunft zurückzuziehen, anstatt an meiner Seite an den Ort des Verbrechens zurückzukehren. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr, das ihn bedrückt. Man braucht keine weitere Belastung, wenn Schritte zurückverfolgt und ein neuer, zeitlicher Ablauf bedacht werden müssen. Sacre! Ich habe meine Zeit damit verbracht, in die Sonne zu starren. Dabei haben sich Täuschung und Betrug in ihren Schatten abgespielt. Ein Mörder läuft frei herum, aber die Wahrheit über das Feuer entzieht sich Inspektor Hercule Poirot nicht länger. Und bald gilt das auch für seine Identität. Ich kann nicht fassen, dass ich auf solch eine Täuschung hereingefallen bin. Der Mörder wusste, dass ich nach einem Alibi fragen würde und auch, wie er seine Spuren perfekt verwischen konnte.